Diese Haushaltsbroschüre werden demnächst viele Jenaer Bürger in den Händen halten. Denn auch dieses Jahr gibt es in der Saalestadt wieder ein Bürgerbeteiligungsverfahren. Ausgearbeitet wurde die Broschüre von der Arbeitsgruppe Bürgerhaushalt. Diese hat auch veranlasst, dass ab kommender Woche 15.000 dieser Haushaltsbroschüren an zufällig ausgewählte Jenaer verteilt werden. In diesem Jahr haben die Bürger die Möglichkeit, über den Verwaltungshaushalt und seine freiwilligen Leistungen zu entscheiden. Es gibt diverse Pflichtaufgaben, die eine Kommune zu erfüllen hat. Und dann gibt es halt diese freiwilligen Sachen, die in den Ressorts Bildung, Sport, Soziales, Kultur, Jugend geleistet werden. Das sind Zuschüsse für gewisse Kulturveranstaltungen, Zuschüsse für Erstbesuchsdienst, Zuschüsse für Schullandheime, für Jugendclubs, für diverse Sachen, für Vereine. Auch die Fraktionen des Stadtrates kriegen Zuschüsse und die Parteien. Und solche Sachen werden halt darüber abgebildet. Freiwillige Leistungen gibt es also unter anderem in den Bereichen Bildung, Jugend, Kultur, Soziales und Sport. Die Haushaltsbroschüre erläutert diese Bereiche und belegt sie mit konkreten Zahlen. Mittels des beigefügten Stimmzettels können die Bürger dann ihre Meinung dazu äußern, ob die Bereiche ausreichend gefördert sind oder ob sie mehr städtische Unterstützung benötigen. Wir möchten darum bitten, dass die Bürger und Bürger, Bürgerinnen und Bürger, die diese Broschüre erhalten, sie sorgfältig lesen, den Fragebogen am Ende nicht überhastet ausfüllen. Es ist diesmal sehr, sehr viel Text, dessen sind wir uns bewusst. Er ist sehr klein geschrieben, aber wir wollten nicht auf Inhalt verzichten, sondern eben wirklich jegliche Informationen den Bürgerinnen und Bürgern geben. Und wir möchten die Leute auffordern, das Ganze wieder mitzumachen, uns ihre Meinung kundzutun, damit wir dem Stadtrat dann mitteilen können, wo das Augenmerk der Bürger liegt. Die Abstimmung zum Bürgerhaushalt läuft vom 14. August bis zum 5. September. Neben der repräsentativen Umfrage besteht für alle Bürger zudem die Möglichkeit, sich online an der Abstimmung zu beteiligen. Im Internet gibt es jetzt zudem auch ein Forum zum Bürgerhaushalt. Jeder ist eingeladen, sich an dieser Plattform zu beteiligen und auf dieser Ebene rege mitzudiskutieren. Die nächste Bürgerversammlung zum Bürgerbeteiligungsverfahren veranstaltet die AG Bürgerhaushalt am 18. August ab 18:30 Uhr in der Volkshochschule.